überleiten zum nächsten Vortrag oder zweiten Vortrag dieser Session, nämlich zu einem ganz anderen, aber ebenso zentralen, denke ich, Thema unseres Aufgabengebietes, nämlich zu NFDI for Health, nationale Forschungsdateninfrastruktur für personenbezogene Gesundheitsdaten, Pilotprojekt zu Bibliotheken und Forschungsdatenkompetenzzentren als Multiplikatoren. Vortragen wird Frau Birte Lindstedt als MALIS-Absolventin seit 2014 die Abteilung Forschungsdatenmanagement bei ZB Med leitet im Bereich Open Science. Bitte sehr. Ja, danke dir. Ich gebe jetzt erstmal mein Bildschirm frei. Ja, guten Morgen zusammen. Ein ganz anderes Thema verglichen zu dem ersten Vortrag von Herrn Nordhausen. Und zwar will ich auf vier Fragen oder vier Bereiche eingehen. Nochmal kurz erklären, was ist eigentlich NFDI? Dann, was ist NFDI for Health im Speziellen? Und dann auf den Begriff Data Stewardship eingehen. Der kommt im Titel noch nicht vor, aber im Grunde ist das so das Buzzword, mit dem wir uns beschäftigen. Im Forschungsdatenmanagement insgesamt, also was Training, Ausbildung anbelangt, aber auch in NFDI for Health im Besonderen. Also wird der letzte Teil sich um die Rollen und Aufgaben von Data Stewards in NFDI for Health kümmern. Ja, was ist die nationale Forschungsdateninfrastruktur? Begonnen hat der ganze Prozess mit der Gründung des sogenannten Rat für Informationsinfrastrukturen, RFII, im Jahre 2014. Und dieses Gremium, das für die Beratung der Regierung mehr oder weniger der Politik ins Leben gerufen wurde, hat sich als erstes Thema das Thema Forschungsdatenmanagement rausgepickt und das auf die Agenda gesetzt im Hinblick auf die Weiterentwicklung einer digitalen Wissenschaft. Und daraus erwuchs ein Papier mit dem Namen Leistung aus Vielfalt im Jahre 2016. Und dort wurde letztlich der Grundstein der Idee der nationalen Forschungsinstitution Dateninfrastruktur gelegt. Also die Idee kommt vom RFII. Und was ist die NFDI letztlich? Es ist ein Diensteportfolio, um Forschungsdaten zugänglich und nutzbar zu machen. Und eine erste Strategie hangelt sich entlang fachlich-thematischer Domänen. Das heißt, man sagt von der Grundidee, wir müssen das für jede Disziplin aufbauen, aber nicht als Silo, sondern wir müssen die Daten untereinander auch vernetzen können, über fachliche Grenzen hinweg. Und daraus erwachsen dann sogenannte Konsortien, die sich um bestimmte Disziplinen bezogene Forschungsdaten kümmern sollen und dafür die entsprechende Infrastruktur aufbauen. Das heißt, wir haben sowas wie eine Vision, dass in 20 bis 25 Jahren alle Forschungsdaten zugänglich und nutzbar sind, auf die eine oder andere Art und Weise, und das interoperabel. Das heißt, ich kann die Forschungsdaten der einzelnen Disziplinen untereinander verknüpfen und so neue Forschungsfragen halt generieren und auf bereits erzeugte Forschungsdaten zurückgreifen. Sind die zentralen Merkmale dieser Vision? Das Ganze soll aus Sicht der Nutzenden entwickelt werden. Also die Einbettung in die Fachcommunities ist elementar. Man ist da gebranntes Kind, das man am grünen Tisch Infrastrukturen entwickelt, Informationsinfrastrukturen. Und dann sind sie da und keiner nutzt sie. Also das ist ein ganz elementarer Bestandteil dieser NFDI-Vision. Es muss von den Fachcommunities ausgehen, sie müssen eingebunden sein.
Und in der ganzen Initiative, in der Förderung, wird letztendlich eine Vernetzung gefördert. Eine Vernetzung der Akteure untereinander und kein sogenanntes Blech. Also wenn man einen Antrag schreibt, dann beantragt man da keine Bits und Speicherplätze, sondern letztendlich Personal zur Vernetzung und Aufbau dieser Infrastruktur. Es ist, soll ein stark wissenschaftsgeleiteter Prozess sein, das ist wichtig, kein von der Politik beeinflusster Prozess. Und was relativ neu ist, es sollen wirklich nachhaltige und dauerhafte Infrastrukturen aufgebaut werden. In der Vergangenheit ja so eine Infrastruktur mit Fördermitteln aufgebaut, 2-3 Jahre lang als Projekt halt entwickelt. Und dann, okay, dann musste sich irgendjemand finden, der das weiterträgt. Und viele dieser Projekte verliefen im Sande. Das soll sich jetzt ändern mit der NFDI. Hier sprechen wir von einer Förderung von 5 Jahren, die Verlängerung auf 10 Jahre und wenn möglich dann noch länger. Wie sehen diese Konsortien dann aus? Ich sagte schon, die Vernetzung spielt eine entscheidende Rolle. Diese Konsortien bestehen aus ganz unterschiedlichen Partnern. Das heißt, man geht hier weg von diesen Säulen im Wissenschaftssystem, die Unterscheidung außer universitäre Forschungseinrichtung, Universität, Sammlung, Museum. Die wird aufgebrochen, indem sich Partner über diese Säulen hinweg vernetzen, und zwar aus dem Blickwinkel einer Disziplin. Wie sieht das zeitlich aus? 2016, hatte ich schon gesagt, wurde die Idee entwickelt. Das Ganze durchlief dann einen politischen Prozess bis hin zur Bund-Länder-Vereinbarung im Jahre 2018. Und im Jahr 2019 wurde dann tatsächlich eine Ausschreibung veröffentlicht von der DFG. DFG ist der federführende Förderer, den ganzen Prozess managed. Und 2019, wie gesagt, das ist die erste Ausschreibung. Das Ganze soll über 3 Runden laufen. Das heißt, dieses Jahr wurde die 2. Ausschreibungsrunde gestartet und es wird eine 3. im nächsten Jahr geben. Und insgesamt sollen 30 Konsortien gefördert werden. Also das ist schon klar. Es sind maximal 30. Und auch die Fördersumme ist festgelegt, also nach oben gedeckelt. Dann gibt es noch neben den Konsortien noch andere Gremien in dieser NFDI, unter anderem ein sogenanntes Direktorat. Das wurde auch in diesem Jahr erst eingerichtet und samt Geschäftsstelle beim KIT und FIS Karlsruhe installiert. Ja, in dieser ersten Ausschreibungsrunde hat sich auch NFDI for Health beworben, hat also letztes Jahr einen Antrag eingereicht und ist unter den 9 Konsortien, die in diesem Jahr den Zuschlag bekommen haben. Das freut uns sehr. Wir von ZB Med koordinieren dieses Konsortium. Frau Professor Juliane Pflug ist da die Konsortialsprecherin. Und ja, Health sagt schon, wir kümmern uns irgendwie um Gesundheit und Medizin, aber wir haben uns auch noch weiter fokussiert in NFDI for Health, nämlich auf epidemiologische und Public Health Studien bzw. klinische Studien. Die Daten dieser Studien stehen im Fokus und die Mission lautet, durch die Zugänglichkeit zu diesen Daten und die Nachnutzbarkeit den Mehrwert oder einen Mehrwert zu schaffen und diese Daten qualitätsgesichert und nach den sogenannten FAIR-Prinzipien zugänglich zu machen. FAIR-Prinzipien erkläre ich jetzt nicht. Ich setze das jetzt einfach mal voraus, dass das bekannt ist, auch ein sehr gängiges Buzzword der letzten Jahre.
Wer ist da jetzt drin? Womit, mit welchen Partnern und welchen Studien beschäftigen wir uns? Wir haben im Konsortium wirklich die Studien durchführenden Institutionen mit eingebunden, also die eigentliche Fachcommunity. 26 lokale Studien, epidemiologische und Public Health Studien, unter anderem die, eine der größten Studien, nämlich die NACO, die nationale Kohorte. Dann sind die klinischen Studien eingebunden über die 24 universitären Studienzentren, also das KKSN-Netzwerk, wo diese Studienzentren halt zusammengeschlossen sind, ist auch ein Partner in NFDI for Health. Und dann schließen wir auch Register jeglicher Art ein, die sich mit Gesundheitsdaten beschäftigen, sowie Gesundheitsdatenbanken. Das heißt, wir haben hier eine Kombination aus Infrastrukturanbietern wie uns, ZBNIS, und den eigentlichen studiendurchführenden Institutionen, was ganz, ganz wichtig ist, weil das so eine elementare Forderung der NFDI darstellt. Was sind jetzt die Ziele und Strategien von NFDI for Health etwas konkreter? Wir wollen die Auffindbarkeit der Daten verbessern, das heißt, so etwas wie ein Suchportal schaffen. Wenn man die Daten dann gefunden hat, sollen sie aber auch zugänglich sein über einen sogenannten Central Access Point. Das ist nicht so ohne weiteres möglich, weil es sich ja zum größten Teil um datengeschützte, also personenbezogene Daten handelt. Das heißt, wir müssen uns Prozesse überlegen, wie man trotz dieser Datenschutzrahmenbedingungen halt einen Zugang schafft zu diesen Studiendaten. Das heißt, wir werden uns auch sehr stark mit sogenannten Consent- oder Einverständniserklärungen für die Studienteilnehmer beschäftigen. Wir versuchen, Datenanalysen zu ermöglichen für die Nutzenden. Da ist zum Beispiel die Idee, die Daten dort zu lassen, wo sie liegen, in den Repositorien, und sozusagen Analyse-Tools hinzuschicken, sodass die Daten gar nicht rausgegeben werden müssen. Ein weiterer Punkt ist der Linkage von Personen aus unterschiedlichen Studien, dass man die zusammenführen kann. Und ich sagte es jetzt schon des Öfteren, ein wirklich wichtiges Ziel ist auch die enge Einbindung der Community, nicht nur derer, die wir im Konsortium haben, sondern auch noch weiterer Forschende, die in diesem Kontext arbeiten. Und ein wichtiger Punkt wiederum in dieser Einbindung der Community ist für uns, dass wir Forschende trainieren und weiterbilden. Oder auch Personen in Infrastruktureinrichtungen, wie zum Beispiel Bibliotheken. Was soll da passieren? Es sollen Weiterbildungsmaßnahmen entwickelt werden. Es soll in der graduierten Ausbildung halt Maßnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel gibt es an der Uni Bremen bereits eine Graduiertenschule und das Curriculum dort beschäftigt sich halt auch stark mit Forschungsdatenmanagement und Themen, die wir auch in NFDI for Health angehen möchten. Und ein weiterer wichtiger Baustein soll sein, dass wir sogenannte Data Stewards etablieren. Was ist das jetzt? Was ist Data Stewardship? Ein Begriff, der nicht eindeutig geklärt ist momentan, der recht aktuell aufgekommen ist in der akademischen Landschaft in den letzten 2-3 Jahren. Stewardship bedeutet eigentlich, dass man etwas verwaltet, Ordnung reinbringt und ich habe mir mal eine Definition aufgeführt. Also letztendlich geht es darum, die Forschungsdaten im Sinne des Forschungsdatenmanagements entlang des Lebenszyklus von Forschungsdaten und überhaupt des Forschungsprozesses zu managen und dort zu unterstützen. Es gibt aber keine eindeutige Definition der Rolle, der Aufgaben oder der institutionellen Verankerung eines sogenannten Data Stewards.
Und man ist auch weit davon entfernt, momentan ein einheitliches Berufsbild oder eine einheitliche Ausbildung dafür definiert zu haben. Aber es gibt schon erste Studien oder Untersuchungen, zumeist aus dem europäischen Ausland. Die Niederländer sind da relativ aktiv, aber auch die Dänen zum Beispiel. Ich habe jetzt mal drei Studien hier rausgegriffen. Eine der ersten, die sich ein bisschen systematisch damit beschäftigt haben, die kommt aus den Niederlanden. Hier hat man Stellenbeschreibungen ausgewertet und ist dann zu Aufgabenbereichen gekommen, drei Aufgabenbereichen oder drei Task Areas, wie das hier genannt wird, die Data Stewards erfüllen. Das eine sind eher politisch-strategische Aufgaben. Das heißt, hier werden die Leitlinien von Politik und Förderern aufgenommen oder auch der eigenen Institution und versucht, zu den Forschenden zu transportieren und zu erklären, was das überhaupt ist. Dann gibt es so den Data Steward, der auf allgemeiner Ebene des Forschungsdatenmanagements arbeitet, erklärt, was ist Forschungsdatenmanagement überhaupt und berät. Und dann gibt es den Data Steward, der sozusagen im Projektteam, in den Arbeitsgruppen eingebettet ist und sehr operational die Forschenden bei ihren täglichen Aufgaben des Forschungsdatenmanagements berät. Also werden Forschungsdaten zum Beispiel gespeichert? Wie werden Dokumente sinnvoll benannt? Solche Fragen werden halt mit beantwortet. Eine weitere Studie aus den Niederlanden geht etwas dezidierter darauf ein. Aber letztlich sind auch hier drei Rollen definiert, die eher politische Guideline-Sicht und Aufgaben, die ein Data Steward erfüllt. Jemand, der eng am Forschenden arbeitet oder der in der Infrastrukturentwicklung involviert ist. Eine Studie aus Dänemark kümmert sich mehr um die Definition eines Data Stewards aus der Sicht der Ausbildung und hat in Workshops und Interviews halt versucht, eine Ausbildungsgrundlage zu schaffen, eine Basis, wie man künftig Data Stewards trainiert und welche Ausbildungslinien sinnvoll sind, und hat dann hier diese vier Rollen definiert. Und ich möchte hier nur den Agent of Change mal rausgreifen, weil das ein neuer Gedanke ist. Forschungsdatenmanagement ist ja nicht per se in den Köpfen der Forschenden verankert, sondern es bedarf eines Prozesses, eines kulturellen Wandels, Forschungsdaten zu managen und sie auch zugänglich zu machen, also meine Daten hinzu. Ich gebe die Daten frei hin zu Open Data, und das ist auch oder kann eine wesentliche Aufgabe eines Data Stewards sein. Wie gehen wir jetzt in NFDE for Health mit diesem Data Stewardship-Gedanken um? Wir haben ganz konkret zwei Data Steward-Stellen beantragt und jetzt auch genehmigt bekommen. Und zwar bei den Partnern Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, also an der Uni Köln, ist ein Data Steward verankert und der andere bei uns bei ZBB. Das heißt, es ist eine Data Stewardess. Wir haben die Kollegin schon eingestellt. Und wir kommen ja, also beide Institutionen beschäftigen sich das schon seit längerem mit Trainings für Forschungsdatenmanagement. Die Universität zu Köln hat ein Forschungsdatenkompetenzzentrum gegründet. Das nennt sich C3ADM. Und wir machen auch schon des längerem solche Trainings, wobei die Uni Köln oder die USB Köln
da stärker den generischen Gedanken noch verankert hat, weil sie ja ganz viele Disziplinen bedienen muss. Und wir wurden in unseren Angeboten schon eher disziplinspezifisch. Das heißt, wir haben uns auf medizinische oder agrarwissenschaftliche, je nach Anforderungen der zu trainierenden Aspekte konzentriert. Ja, jetzt soll es darum gehen, aus diesen Erfahrungen heraus Personen wirklich in dem einen Fall dem klinischen Studienzentrum zur Seite zu stellen bei der Medizinischen Fakultät Köln. Und in unserem Falle wird die Kollegin beim Institut für Ernährungsepidemiologie der Universität Bonn halt den Kontakt knüpfen und den Forschenden dort in der Donald-Studie, eine große Kohortenstudie zur Ernährung, die seit Jahren läuft, zur Seite stehen und versuchen, die Erkenntnisse, diese Services und Infrastrukturen, die wir in NFDI for Health entwickeln, wirklich konkret in eine Studie zu etablieren. Da geht es um Standards. Also hier nochmal die Aufgaben und Rollen, die dann damit verbunden sind. Ganz konkret zum Punkt Leitlinien geht es darum, Publikationsleitlinien zu verankern, Metadatenstandards zu etablieren. Wir werden ein Metadatenset für die Publikation dieser Studiendaten entwickeln. Es geht um die wirkliche Unterstützung der Forschenden vor Ort, also im Sinne eines eher Embedded Data Steward. Und es geht um Feedback-Einholung, dieser Gedanke, nah am Nutzer zu sein. Das heißt, wir haben mit diesen Data Stewards Personen, die mit den Forschenden arbeiten, uns aber auch ins Konsortium zu den Softwareentwicklern lernen, zu den Service-Providern in NFDI for Health Feedback zurückspielen können. Birte, könntest du bitte so allmählich zum Schluss kommen? Es sind einige Fragen da. Alles klar. Ja, hier nochmal eine Zusammenfassung der Aufgaben. Einen Punkt hatte ich noch nicht erwähnt. Die Data Stewards sollen auch wirkliche Konzepte für Training und Beratung entwickeln. Und wir wollen das ganze Konzept dann auch ausrollen. Etwas provokative Thesen zum Schluss. Wissenschaftliche Bibliotheken können oder müssen sich sogar in den Aufbau einer NFDI einbringen. Wir versuchen das in diesem Pilotprojekt mit der USB Köln. Sie müssen oder können weg von diesen generischen Aufgaben und sich disziplinspezifischen Fragen auch widmen. Medizinbibliotheken haben da den Vorteil, schon über dieses disziplinspezifische Wissen zu verfügen. Und eine These lautet auch, Fachreferenten sind potenziell Personen, die diese Aufgaben übernehmen können. Ja, insofern sind Data Stewards zwar nicht klar definiert, stellen aber eine Chance für wissenschaftliche Bibliotheken dar, in dieses Thema einzutauchen und Fakultäten, medizinische Fakultäten halt ganz explizit und spezifisch zu beraten und zu unterstützen. So, das war's. Vielen Dank, praktisch das Schlusswort. Ich danke beiden Referentinnen und Referenten für den Überblick über wirklich komplexe und vielfältige Themen mit einer Fülle von Einzelthemen und Einzelfragen. Ich denke, beide waren nicht das erste Mal bei uns und ich hoffe auch nicht das letzte Mal.